Ja, herzlich willkommen zurück zum lustigen Spaß. Ich habe heute ein paar ganz besondere Ehrengäste für euch vorbereitet. Begrüßt mit mir zusammen die großartigsten Videogames! Das folgende Video soll weder jemanden in seiner Arbeit noch in seiner Person beleidigen. Es ist lediglich zur Unterhaltung gedacht und arbeitet mit starken Übertreibungen, undifferenzierten Bewertungen, ganz viel Blablabla, dummen Gequatsche, übertriebenem Sarkasmus und roten Haaren. Leute, ich habe mir mal wieder die weitesten Untiefen des World Wide Web zwischen die Glubschen geschmettert und bin dabei wie immer auf sehr Außergewöhnliches gestoßen. Also zurzeit ist der Horror-Game-Markt wirklich... Meine Herren, ey. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, dass zurzeit... Also der Horror-Game-Markt, der strotzt zurzeit so derart von schöpferischem Geist, dass ihr eigentlich nur drauf warten könnt, bis ich ihn ordentlich in den... Dread ist ein Game, bei dem du aus einer verfluchten Einrichtung fliehen und etwas über seine dunkle Vergangenheit erfahren musst. Das ist es. Das ist der Durchbruch. Das ist der Durchbruch. Leute, ich mag es ja immer, wenn Entwickler einfach mal was anderes versuchen, die Leute aus ihrem Trott reißen wollen und einfach mal mit völlig neuartigen Konzepten... Halt deine Fresse! Cooles kurzes Horrorerlebnis. Ich mag ja das Monster und ich finde auch eigentlich Schlüssel suchen und Notizen lesen ganz nett. Du! Silent Duck 123, du bist schuld! Du! Ich mag Notizen lesen! Gib mir mehr Schlüssel! Oh nein, was ist geschehen? Es ist so dunkel, bitte helft mir doch! Oh wei! Die Tür wurde geöffnet. Das hätte ich jetzt fast nicht mitbekommen. Die Tür ist verschlossen. Wenn ein Game davon ausgeht, dass du ein bisschen minder bemittelt bist, dann muss es großartig sein. Freunde! Ich habe jetzt hier 10 Minuten lang alles abgesucht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich da durch diese Tür kommen soll. Wenn es doch nur eine Notiz geben würde, auf der ein paar Anweisungen draufstehen. Das würde mir helfen, wenn ich lesen könnte. Da hast du Schlüssel. Ich wundere mich ja schon, dass das Spiel mir nicht hiernach sagt, du bist einen Schritt gelaufen. Was jetzt wohl geschehen wird? Oh, es beobachtet dich. Das Game ist doch noch für ein paar Überraschungen gut. Hi, beobachten Sie mich? Das haben Sie sich von meinen Zuschauern schön abgeschaut, nicht wahr? Entschuldigen Sie, haben Sie zufälligerweise einen Schlüssel gesehen? Das ist extrem unhöflich von Ihnen. Ich möchte jetzt keine Schlüssel mehr suchen. Mir wurden Notizen versprochen. Es interessiert mich brennend, was in dieser Einrichtung los ist. Ich will jetzt hier endlich mal ein bisschen Geschichte. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's endlich los. Ich bereue es für das, was ich getan habe, aber es war ein Genuss. Denke ich mir auch jedes Mal, nachdem ich einen Döner verspeist habe. Ihre Seelen gefangen in der Tiefe der Hölle dafür, was ich getan habe. Was? Oh, entkommen. Ach so. Das überrascht mich jetzt. Ich dachte, wir müssen hier bleiben. Hier ist noch ein Schlüssel. Der hat aber im Gegensatz zu anderen keinen Döner verspeist. Der ist mächtig schlank. Mein Durst nach Story ist aber noch nicht gestillt. Könnten die Entwickler hier bitte ein paar kleine Gedichte noch draufschreiben? Das wäre wirklich herzerquickend. Oder das hier. Dezent. Der hat eine Couch als Vorschaubild. Ich, kann das. Das ist nicht so, wie es aussieht. Das ist schlimmer. Hallo? Ist jemand zu Hause? Scheinbar nicht. Wohne ich doch alleine. Ich vergesse das immer wieder. Hier ist noch nicht mal eine Tür, durch die ich reingekommen bin. Ja, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. So, hier ist die Couch aus dem Vorschaubild. Ich glaube, viel Sehenswerteres gibt's hier nicht mehr, oder? Aber eigentlich ist doch immer Zeit hier für so ein paar Mentos. Hab gesabbert. Was ist das? Mentos. Lottwist, ich bin nicht alleine. Ist auch was ganz Neues in einem Horrorgame. Hallo? Ich wohne alleine. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann nicht sehen. Ja, dann mach doch das Licht an. Hier zum Beispiel. Oder lässt es halt bleiben. Was ist hier? Ich sehe einfach nichts. Ich bin übrigens im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, warum Leute immer denken, dass wenn es dunkel ist, dann ist es gruselig. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur dunkel. Aber Leute, ich habe jetzt hier 10 Minuten auf alles rumgeklickt. Ich komme nicht weiter. Ich glaube, das war das ganze Spiel. Aber schöne Couch, muss man sagen. Black Evil 2, Leute. Nachfolger des legendären Black Evil 1. Ja, habe ich auch noch nie gehört. Das schwarze Böse.
Samuel, würdest du bitte verschwinden? Das ist unangebracht und rassistisch. Danke dir. Hallo Leute, ich bin's. Seth. Ja, aber da jetzt lachen, oder was? Ein paar Wochen nach den Events in der McKamey Manor hat die Welt gelernt, dass... Die globale Union, wer kennt sie nicht, bestätigte, dass das Feuer das gesamte Haus niederbrannte und... Die globale Union wollte die Wahrheit verstecken und die Bevölkerung nicht von der... Leck mich doch an meinem schwarzen Bösen. Start. Jetzt startet doch! Hallo, herzlich willkommen zum viel zu dunklen Spiel Nummer 750 des heutigen Abends. Mein Name ist Herr und Erlöser. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Das ist also eine Einrichtung der globalen Union, ja? Ganz schön fettig hier deine Wände. Sag mal, haben sie euch die Gelder gestrichen oder... Weiß ich nicht, ist das so ein Budget-Gebäude oder so? Die haben sich hier offensichtlich ganz eklatant auf Glow-in-the-Dark-Disco-Kisten und Holzfässer spezialisiert. Ich traue meinen Augen nicht. Sehr, sehr interessant. Wer lässt denn hier eigentlich immer die Zeitung liegen, sag mal? Newspaper 2015. Die stärksten Länder der Welt haben die stärkste Allianz der Welt gebildet. Die globale Union. Verschwinde. Geh weg. Geh bitte weg. Verschwinde. Ja, kommen Sie ruhig rein. Das ist ein sehr interessantes Labor. Vor allem hat er da an der Wand geklopft, statt an der Tür. Scheint wohl auch nicht die hellste Leuchte zu sein. Apropos, machen Sie sich keine Hoffnung. Ich habe auch noch keine Taschenlampe. Aber zum Glück kann ich mit der Tür interagieren. Warten Sie mal. Passen Sie mal auf. Oh, das... Wir haben sie abgeschlossen. Ja, das ist halt auch mal was Neues, nicht wahr? Paul. Wer ist eigentlich Paul? Es ist wirklich dunkel hier. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich muss... Mensch, lass mich doch das mal lesen! Ich habe richtig Lust, mehr über die Geschichte dieses Laboratoriums zu erfahren. Oh, guck mal hier, eine Lichtquelle. Ja, jetzt nimm sie bitte. Start! Sind nicht nur Disco-Kisten, sondern auch Disco-Flashlights, ey. Please kill me. Sind Jumpscares in diesen Wänden eingebaut? Bitte sag ja. Wie diese reichlich verzierten mittelalterlichen Türen so überhaupt gar nicht in das Ambiente reinpassen. Ich meine, schön hier. Oh, ich habe eine Leiter gefunden, Leute. Damit kann ich in die oberen Etagen und noch mehr machen. Warte mal. Ich muss die aus einem ganz bestimmten Winkel aufheben. Ja, das ist eine Leiter. Ich muss die aufheben. Das Spiel fragt mich über 1000 Mal, ob ich mir auch wirklich sicher bin. Ich spüre schon, das wird ein richtiger Spaß, wenn ich nachher ausmachen will. Nicht, dass ich ausmachen will, also. Wo denkt ihr hin? Ach, verdammt. 30 cm hohe Kisten versperren mir den Weg. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sehe keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Aber zum Glück haben wir ja hier noch ein paar Türen. Nee, das will ich gar nicht sehen. Wir haben ihn gefunden, Leute. In jedem Horrorgame gibt es mindestens einen Raum, an dem sich der absolute Schwachsinn offenbart. Ich spiele offensichtlich den Google-Übersetzer, das war mir auch neu. Und ich habe ein äußerst zartes weibliches Stimmchen. Also wenn ich nach Hause komme und meiner Frau Yahoo hier von diesem ganzen Abenteuer erzähle, dann kann ich ihr auf jeden Fall berichten, dass die globale Union gerne mit Edding auf ihrem Ölboden rummalt. Das scheint wie ein satanistisches Ritual zu sein. Natürlich. Nicht schlecht, meine Herren. Wisst ihr was? Ich bin jetzt ganz abenteuerlustig. Ich geh jetzt hier einfach runter. Es geht leider nicht, weil hier eine 30... Ich kann hier nicht durchgehen. Das Wasser ist sicherlich sehr giftig. Sicherlich. Nicht, dass deine Schuhe noch zu husten anfangen. Meine Güte, nicht mal... Das ist das Verstörendste, was ich je gesehen habe. Und ich habe Angst zuzugeben, dass das noch das beste Spiel aus dieser Runde hier ist. Ach, naja, Leute, ich meine, was willst du halt auch machen gegen so Holzkisten? Du bist halt einfach aufgeschmissen. Meine Batterien sind auch gleich leer. Dann sehe ich gar nichts mehr, oder was? Da kann ich mich null mehr orientieren. Da hat sich jemand äußerst viel Gedanken gemacht, ich sehe schon. Leute, der Sieg ist mein. Ich habe die verdammte Axt gefunden. Jetzt kann ich endlich... Ach, das ist jetzt aber schade. Hm. Ja, so ein Mist, nicht wahr? Es fing gerade an, Spaß zu machen. Das Spiel ist übrigens abgeschmiert. Also es ist tatsächlich gerade abgeschmiert. Wobei ich sagen muss, das muss nicht am Spiel liegen. Ich habe, mein PC hat irgendwie Probleme mit der Unreal Engine. Das ist tatsächlich so. Es kommt immer sehr, sehr ungelegen.
manchmal gelegen. Also Leute, ein Spiel zu programmieren ist eine verdammt harte Aufgabe. Das Horrorgenre ist eines, wenn nicht sogar das schwerste überhaupt. Das ist ernst gemeinte Props mal an diejenigen, die das versuchen. Ich bin nur der Meinung, man muss nicht jedes Mal, wenn man mit einer Engine ein bisschen rumspielt oder sich einen Raum zusammenbastelt, das als Spiel promoten. Ich meine, gut, das war jetzt hier nicht der Fall. Ich für meinen Teil wäre vermutlich schon froh, wenn die Couch nicht mitten im Raum schweben würde oder so. Also davon definitiv mal abgesehen. Und es war nur so ein bisschen meine sarkastische Art, mit der Frustration dieses Einheitspreis umzugehen, was man als Horror-YouTuber hat, wenn man Spiele sucht. Und das auf jeden Fall nicht zu knapp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wo wir gerade von Arbeit sprechen, das war es einige Stunden hier, dieses Video. Ich glaube, wir haben da trotzdem irgendwie ein unterhaltsames Video draus gewurstet. Hoffe ich zumindest, dass es das wert war. Und würde euch bitten, hier mal einen Daumen nach oben dazu lassen. Würde mich riesig freuen und würde dem Video helfen, indem ihr YouTube sagt, ey, das ist cool, das habe ich mir reingezogen. Bitte zeigt das mal noch ein paar anderen. Lasst die auch mal damit Spaß haben. Deswegen ist das verdammt wichtig. Deswegen sage ich euch das immer doppelt und dreifach. Ich brauche das nicht für mein Ego, aber YouTube braucht es für seins. Also füttern wir ihn, nicht wahr? Und jetzt bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir auch gerne mal unten in den Comments da, wenn ich sowas mehr machen soll. Vielleicht habt ihr auch mal ein Spiel, was ich ernsthaft reviewen darf, nicht wahr? Und dann verabschiede ich mich und sage tschüss.